Auf Baden ist mein Baby. Und das wird auch so bleiben. Gabriela Wächter. Bin seit knapp 10 Jahren auf dem Bahnhof Baden, Reinigungsfrau. Und im Laufe der Jahre habe ich den Namen gekriegt, die gute Seele vom Bahnhof. Das sieht so aus. Da vorne die Stege hinten, ja. Bitte sehr. Ja, da sind also ganz liebe E-Mails da von meinen Fahrgästen. Sie haben halt das Gefühl, das muss ich jetzt über die Frau Gabi schreiben. Die ist lieb, die ist nett, die ist da für alle. Die schaut, dass der Bahnhof sauber ist. Das sind halt so Kleinigkeiten, was die Leute ansprechen. Es gibt ja viele, die was einsam sind und freuen sich, wenn du ein paar Worte mit ihnen schwätzen tust. Nicht? Jeder geht für sein Gehalt arbeiten. Ich auch. Aber ein bisschen ein Herz muss auch dabei sein, weil sonst brauche ich das ja gar nicht machen. Es gibt auch welche, ich habe schon gehört, die haben gesagt, so, die Gabi, die ist schwer, nur. Auch mit ihrem Putzwimmel. Ich habe gelernt, 2 verschiedene Sorten von Putzen. Es gibt halt so ein Putzen und so ein Putzen. Für mich ist Putzen eine Gründlichkeit. Ja, dass ich zum Beispiel unter den Bänken auch wisch, dass da auch unten sauber ist. Oder am Bahnsteig, dass ich die Zigarettenstummeln sehe, die Papieren sehe. Manche sagen, ich habe ein bisschen was, weil ich das alles wegräume. Ich möchte es auch so. Ich gehe halt statt 2-mal, gehe halt 3-4-mal durch. Ne? Also für mich ist das Putzen, gebe ich zu, eine Berufung. Es gibt auch welche, die sagen, die putzen und die hat da einiges im Kopf. Aber das ist nicht wahr. Ich interessiere mich für Bücher, ich gehe ins Theater, ich liebe die Oper, Anna Netrebko ist mein Liebling. Und wenn ich manchmal Wochenenddienst habe, ziehe ich mich um, schmeiße mich eben in die Schuhe, gerne High Heels, schönes Kostümerl und fahre ein bisschen ins Casino, esse eine Kleinigkeit, trinke ein Gläschen Sekt, spiele eine Kleinigkeit und dann geht es mir wunderbar. Und ich kann am nächsten Tag wieder gut arbeiten.